Hallo und Gute zu einer neuen Ausgabe von Schoki Banoki. Ich begrüße euch recht herzlich hier an dem Radios, am YouTube, am was auch immer. Ja, das hast du ja schön gesagt, Christian. Ich wollte mal was anderes machen. Ich wollte mal was anderes machen, Sascha. Wolltest du mal so ein bisschen verwirrt sein? Einfach mal was anderes machen. Weißt du, nicht mehr so dieser Mainstream, sondern einfach mal anders sein. Ja. Hat geklappt. Dann nimm doch mal ab. Nicht so wie alle zunehmen. Du bist so witzig. Also der Sascha möchte nicht mehr mitmachen. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Tschüss. So, nein, ja, ich bin ja nicht so. Ja, Sascha, hast du was mitgebracht? Kuriose Gesetze. Kuriose Gesetze. Kuriose Gesetze, ja. Die sind alle aus den USA, sehe ich gerade hier. Aus den US und A. Knallergesetze. Okay, das erste Gesetz kommt aus Louisiana. Louisiana. Ja. Mhm. Und das besagt, dass Paare... Nur zu zweit sein dürfen. Ja, das ist per Gesetz so gewollt. Ja, okay. Ja, ein Paar darf niemals allein sein. Richtig, genau. Ja. Egal. Also Paare, die in Louisiana ein Bett kaufen wollen, dürfen dieses im Laden weder real noch simuliert testen, ob dieses ihren sexuellen Wünschen auch genügt. Also Louisiana... Ganz schlecht Betten kaufen, ne? Weiß ja nicht, wie du Betten kaufst. Ich wollte gerade sagen, normalerweise, wenn man ein Bett kauft, legt man sich rein, dreht sich mal auf die Seite, ne? Und, also gut, vielleicht hat in Louisiana der ein oder andere mal kurz knickknack. Wie, hast du beim Ikea noch nie gevögelt, oder was? Das, ganz. Also, hä? Sascha, also, ich weiß ja nicht, vielleicht ist dir aufgefallen, das sind auch andere Menschen, ja? In so einem Möbelladen. Ja, aber du musst doch im Ikea testen. Du gehst ja auch auf die Couch, setzt dich hin und tust so, als wenn du Fernsehen guckst, oder? Und im Bett, ich meine, ich weiß ja nicht, was du im Bett alles machst, aber im Bett schläft man natürlich, kann man testen, ja, kann man sich hinlegen. Mhm. Aber du musst natürlich auch gucken, ob das nicht an den Knien schuppert oder so. Muss man noch, oder? Also, ja, in Louisiana ist es auf jeden Fall verboten. Nee, in Louisiana ist es verboten. Also in Ikea, zum Beispiel hier in Wallau oder sowas, kann man das machen. Okay, gut. Ja, schon alles ausprobieren. Dann in Arizona. Arizona. Okay. Ja. Da dürfen nicht mehr als 2 Dildos im Gebrauch sein, in einem Haus. Ja, also das heißt, die Frage ist aber dabei, 2 Dildos gleichzeitig oder grundsätzlich einfach nur 2 Dildos, die jetzt gerade frisch ausgepackt sind? Er darf jetzt vielleicht in einem Haushalt dürfen nur 2 Dildos vorrätig sein. Genau, also vorrätig oder vielleicht also frisch ausgepackt und gerade so. Also wenn man den dritten Dildo, der dann irgendwie noch in der Schublade ganz frisch und eingepackt liegt, wenn man den aufmachen möchte, muss man erst den einen von den beiden wegschmeißen. Das ist ja vielleicht auch so wie mit den Waffengesetzen in den USA. Ne? Es gibt ja zum Beispiel Waffen, die, also wenn das Magazin ist, dann sind die ja teilgeladen und wenn dann gespannt ist, dann sind sie durchgeladen, ne? So Waffen. Vielleicht gilt ja bei den Dildos was Ähnliches, dass man sagt zum Beispiel, ein Dildo ohne Batterien gilt als nicht geladen. Ja, und mit Batterien voll aufgeladen Richtig. Ist durchgeladen. Genau, ja. Und dann darfst du halt nur 2 geladene Dildos im Haushalt haben. Ja, die Frage ist, müssen die batteriebetrieben sein oder es gibt ja auch Dildos ohne? Ja, das ist jetzt nochmal... Kennt sich wahrscheinlich nicht so aus, aber ich kann dir das mal erklären. Ja. Also es gibt ja Holzdildos. Es gibt dann Plaste-Elaste-Dildos. Mhm. Die sind mit so einem... Ist egal. Jedenfalls, das ist in Arizona... In Arizona verboten. Ich kenne mich mit Dildos ja auch nicht aus, von daher... Ja, jetzt auf einmal. Gut. Eben noch so, ich erkläre dir das mal. Ich kenne mich ja mit Dildos nicht aus, ja. Also, genau. Du hast auch immer die Pornofilme in die Videothek zurückgebracht für einen Freund. Ja, ist klar. Ich soll die hier abgeben für einen Freund. Ja. Und gehe ich mal nicht drauf ein. Dass du das jetzt sagst mit den Videotheken, mit den Pornofilmen, ist schon eine Frechheit, weil dann willst du herauskristallisieren, wie alt ich eigentlich bin. Ja. Weil richtig. Videotheken gibt es ja keine mehr. Richtig, genau, gibt es nicht mehr. Mit VHS-Videokassetten. Also, Betamax. Video 2000. Video 2000, genau. Super 8. In Florida. Florida. Ist es verboten, mit einem Stachelschwein sexuellen Verkehr zu haben? Möchte man das? Scheinbar sind die Floridianer. Die Floridisten?
Ja, Ja. genau. Das sind die Floridisten. Ja, Die das sind Floridisten, Floridisten. das Also sind die, die die von den. Floridaner, die Geschlechtsverkehr mit einem Stachelschwein haben wollen, sind Floridisten. Ja, Floridisten, die sind nämlich gedisst worden von den Floridanern. Und Floridismus ist total verboten in Florida. Floridismus ist das mit dem Stachelschwein. Ja, das ist verboten. Ja. Und in Virginia ist es laut eines Gesetzes nur gestattet, im Dunkeln Sex zu haben. Das Licht muss ausgeschaltet sein und es ist ausschließlich die Missionarstellung erlaubt. Virginia, verstehst du? Ja. Virginia. Okay, verstehe. Ja, okay. Knaller, oder? Ich finde das auch gut, dass das geregelt ist. Ich meine, da gibt's auch Muss mal gesagt keine, werden. nee, da gibt's auch keine Missverständnisse dann, ja. Aber was machst denn du da? Ach so, nee, stimmt. Ja, ich dachte, du wolltest. Ja, passiert da nicht. Bist du Ja, wahnsinnig? wenn das jemand sieht, ja, mach die Taschenlampe aus. Ja, du Ja. kannst doch mich hier nicht rumdrehen. Bei der nächsten Tour durch USA, ja, macht man ja öfter mal so eine Tour durch USA von Dauernd Florida, in nee, einer wo Tour. ist, von Massachusetts Ja? nach Kalifornien rüber oder sowas, ja, macht Massachusetts? man ja. Massachusetts? Okay. Genau, da Ja. fährt man ja durch die ganzen Bundesstaaten durch und in Louisiana, Arizona, Florida und Virginia muss man aufpassen. Warte mal, wenn du von Massachusetts nach Kalifornien fährst, fährst du über Florida. Es ist doch scheißegal, Vielleicht Bra. Du kannst ja auch guckst du dir noch mal zickzack die fahren. Amerika-Karte Du an. kannst ja auch zickzack. Ich habe nicht gesagt in einer Linie. Ich habe Achso. gesagt, du fährst halt darüber und dann kannst du ja vielleicht einen Bogen oder einen Zickzack oder. Dein Haus am Meer in Florida besuchen. Willst du mich jetzt hier floridissen Ja, du Floridaner, du. oder Sascha, ich finde es schön, dass du wieder unseren Kopf mit unnützem Wissen gefüllt hast und mit kuriosen Gesetzen bestückt hast. was? Ja, ich finde es gerade total bescheuert. Prost und Cheerio, muss Sophie sagen. Alles Gute.